Ich zeige dir in diesem Video, wie man systematisch die Teiler einer Zahl herausfindet. Wir nehmen die Zahl 32 und bestimmen alle Teiler von 32. Möglichst systematisch, möglichst effizient. Ein Teiler ist immer 1, oder? Weil einmal 32 ist 32. So. Wir gehen jetzt hier schrittweise zur nächsten Zahl. 2 mal wie viel ist 32? 2 mal 16 ist 32. Wir gehen zur nächsten Zahl, die 3. 3 mal wie viel ist 32? Das geht nicht auf. Also 3 ist kein Teiler von 32. Gehen zur nächsten Zahl. 4 mal wie viel ist 32? 4 mal 8 ist 32. Wir gehen zur nächsten Zahl. 5. 5 mal wie viel ist 32? Das geht nicht, ist also kein Teiler. 6 mal wie viel ist 32? Ist auch kein Teiler. 7 mal wie viel ist 32? Geht auch nicht, ist auch kein Teiler. Und jetzt sind wir bei der Zahl 8. Und wir müssen eigentlich nur so weit kontrollieren, bis eine Zahl, die wir hier drüben hatten, die 8, die hatten wir ja schon mal, nochmals kommt. Und dann wissen wir, die Teiler von 32 sind die Zahlen 1, 2, 4, 8, 16 und natürlich 32.